so machen, denn ich habe hier an der Stelle, die Tasten verwechselt. Und das hier ist ein Zivilist, genau, das wollte ich eigentlich gucken, ob es ein Zivilistin ist, da sie ja gerade nicht ganz reagiert hat und ich sie K.O. gehauen habe. Wollte ich so nicht machen. Gut, ist passiert. Kann man jetzt nichts machen dagegen. Okay, hier ist ein Polizist und... Hallo? Folgen wir mal. So, da wir ein kleines Aggressionsproblem haben, haben wir die einfach mal ausgenockt. Okay. Dann gab es Macho 1000 Punkte und wir haben noch einen zusätzlichen Punkt freigeschalten. Und da können wir jetzt mal überlegen, ob wir denn das andere hacken möchten. Ich wäre dafür. Und... Genau. Gucken wir uns noch ein bisschen um, ob wir irgendwas finden, ob irgendwas Sinnvolles, Nützliches noch da ist. Was wir vielleicht noch mal brauchen könnten, das Zivilistin. Was ich mir jetzt hätte gewünscht, dass wir uns die eine Person noch mal finden, der wir halt vor letztes Mal nicht geholfen haben. Das wäre halt sowas gewesen, wo ich dachte, Mensch, das wäre cool. Aber gut, man kann nicht alles haben. Schmerzmittel brauchen wir nicht, wir haben voll Energie, wir lesen noch ein E-Book, da gibt es auch wieder 100 Punkte und wir machen so ziemlich alles für die Erfahrungspunkte. Einfach mal das mehr. Noch viel geilen Scheiß freischalten. So, hier ist ein Geschäft. Und erzählen wir mit der Person. Wenn du ein Klo suchst, kannst du auf die Straße pissen, wie alle anderen. Wenn du Wirsbowski suchst, dann zieh ab. Ich suche nichts davon. Dann bist du sicher auf einen Deal aus, Großer. Mein Name ist Entity und ich habe die beste Tech in Golem City. Was darf es denn sein? Guck mal, was sie hat. Aber erzähl noch ein bisschen mit dir rum. Wie kommt es, dass du Tech in Golem City verkaufst? Alle Bordelle waren voll, also musste ich mit meinem alten Hobby über die Runden kommen. Welches Tech-Unternehmen hat dich gefeuert? Opson Synthetics. Ich war Biozellendesignerin. Aber dann ist beim Zwischenfall ziemlich heiße Scheiße in meiner Hand explodiert. Ich kann nicht mehr so, wie ich will, aber lassen wir das Depri-Zeug. Ich komme klar. Wollen wir das Thema wechseln? Okay, wechseln wir mal und fragen, wer das ist. Als ich reinkam, hast du einen gewissen Wirsbowski erwähnt. Wer ist das? Mein Ex, das Arschloch. Wir haben den Laden früher gemeinsam geführt. Dachte, du wärst einer seiner neuen Freunde. So wie du mich begrüßt hast, hältst du wohl nicht viel von seinen neuen Freunden. Nicht falsch verstehen. Die ARK tut viel Gutes im Ghetto, aber... Dein Freund ist jetzt bei der ARK? Ex. Und ich versteh's sogar. Er wollte immer was bewirken. Die ARK sorgt hier drin für viele. Essen, Kleidung. Sie geben vielen Leuten Hoffnung. Ich verstehe das. Aber irgendwas am organisierten Verbrechen macht mir einfach Angst. Du hältst die ARK für gefährlich? Nein. Weiß nicht. Vielleicht. Scheiße, wahrscheinlich. Aber mein Problem ist eher dieses kollektive, schwarmähnliche Denken. Deswegen habe ich auch nichts mit Religion am Hut. Und mit Buchclubs. Da wir uns hier immer besser kennenlernen, kann ich sonst noch was für dich tun? Gucken wir, was sie hat. Sag mir, was du hast. Wenn du mich so zweideutig fragst, habe ich wohl keine Wahl. Okay, wir haben Multitool, das haben wir aber zweimal. Und Hacken haben wir... Auch das ein oder andere, so dass ich eigentlich da nichts brauche. Schon okay, Schätzchen. Falls du es dir anders überlegst, Entity hat alles, was du brauchst. Interessiert dich vielleicht noch etwas anderes? Nö, gehen wir. Weißt du, Entity, ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Oh, schade. Versprich mir aber, dass du bald wiederkommst, Schätzchen.
Weiß gar nicht, kann man eigentlich hier nochmal herumreisen später? Das ist ein Leibwächter. Ansonsten hier unten gibt es auch nichts Interessantes. Gucken wir mal nach oben, ob wir da was finden. Okay, hier ist ein Polizist, hier ist ein Tastenfeld und M7. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich auch nicht. Zentrale, da warten weitere Befehle. Okay. Leibwächter, hier sind wir in einem Waffengeschäft und reden wir mit der Person. Welch angenehme Überraschung. Ich hatte bei dem Aufruhr draußen heute gar nicht mit Kunden gerechnet. Sind Sie Louis Gallois? Höchstpersönlich. Hat man mich empfohlen? Ich liebe zufriedene Kunden. Wer ist denn mein Wohltäter? Tibor Sokol. Ah, der arme Tibor. Adela dreht bestimmt durch heute. Könnte mir auch passieren. Was kann ich für Sie tun? Davis einkaufen und... Davis, Verzeihung. Tibor hat mir erzählt, Sie könnten mir helfen, unentdeckt in das Gebiet der Ark einzudringen. So, hat er das? Was hat er genau gesagt? Dass Sie insgeheim Vorräte für Talos Rucker nach Gollum bringen. Himmel! Tibor hat eine ziemlich lose Zunge, finden Sie nicht? Er hat auch gesagt, Sie würden dafür einen Gefallen einfordern. Braver Junge, denkt immer an andere. Nun, die aktuellen Umstände erfordern in der Tat jemanden Ihres Kalibers. Die Polizei hat einige meiner Sachen konfisziert, einige Kisten Neuropozin sowie mehrere kleinere Objekte. Sie liegen sicher in einem Lagerraum am Markteingang. Damit Sie mir Zugang gewähren, muss ich also nur Ihre Ware von den Cops zurückholen, die Optis hassen. Sie würden dadurch überzeugend demonstrieren, dass Sie nicht selbst ein Mitglied der Polizei sind. Wenn das dazu nötig ist, okay. Ausgezeichnet. Ich erwarte gespannt Ihre Rückkehr. Hätten Sie vorher vielleicht noch Interesse an meinen Waren? Lassen Sie uns über die Familie Dvalli reden. Ich habe keine Ahnung, auf wen Sie da anspielen. Sie leiten das organisierte Verbrechen in Prag. Ihre Nummer zwei ist ein Mann namens Ota Botkovelli. Schon mal gehört? Nein, tut mir leid. Der Name sagt mir nichts. Das ist schade, dann können Sie mir also auch nicht sagen, warum ich Sie für ihn töten soll. Was? Scheiße, dieser halslose Hurensohn. Scheint, als könnten Sie sich doch an ihn erinnern. Ja, verdammt. Ota, na klar, das war mir nur kurz entfallen. Ihnen ist eine ganze Menge entfallen, oder? Ich arbeite für Otas Boss, den Kopf der Dvalli-Familie, Radic Nikolace. Für ihn behalte ich Ota im Auge. Scheiße. Der andere Spion, Konstantin, ist bei dem Anschlag auf dem Bahnhof gestorben. Sie glauben also, Ota will den zweiten Spion, nämlich Sie, aus dem Weg schaffen und gegen Radic vorgehen. Das würde ihm gefallen. Die beiden führen seit Jahren ihren eigenen kalten Krieg. Aber mich und Konstantin loszuwerden, würde nicht reichen. Ota braucht mehr Unterstützung in Prag und Georgien. Kann er das schaffen? Das Einzige, das ihn daran hindert, seine Macht zu bündeln, bin ich. Aber Sie wollen mich doch nicht töten, oder? Nein, ich ziehe die Grenze bei Attentaten für möchtegern Gangsterbosse. Zum Glück. Was wollen Sie dafür haben? Sie kriegen alles. Hey, alles. Vaclav Koller. Welche Verbindung hat er zu Radic? Wenn ich das sage, tötet Radic mich. Sie sagten alles. Oder ist Ihnen die Alternative lieber? Nein. Was Sie sagen, leuchtet ein. Okay. Radic hat ein augmentiertes Bein. Und Sie sind jetzt die fünfte lebende Person, die davon weiß. Ich beschaffe Radic sein Neuropozin und Koller wartet sein Bein. Im Gegenzug zahlen wir beide kein Schutzgeld. Radic schützt uns. Aber nicht besonders gut. Sie haben Glück, dass Ota mich geschickt hat und niemand anderer.
Stimmt. Ich verlasse besser das Land, bis das alles vorbei ist. Und Louis Gallois geht auch in Rente. Schade. Ich habe ihn wirklich gern gespielt. Versuchen Sie es das nächste Mal mit französischem Akzent. Das ist glaubwürdiger. Also, wenn ich den Laden sowieso zurücklasse, können Sie auch meinen ARC-Zugang benutzen. Ich öffne die Sicherheitstür im hinteren Bereich dieses Raums. Dahinter finden Sie eine Leiter, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Danke. Wollen Sie noch etwas kaufen, bevor Sie gehen? Als kleine Spende für die Louis Gallois Fluchtkasse? Gucken wir mal, was er alles hat. Zeigen Sie mir, was Sie im Angebot haben. Die beste Auswahl der ganzen Stadt, wenn ich das so sagen darf. Schleimer. Okay. Kaufen. Er hat Waffen und Munition und wir ein Zielfernrohr, das haben wir schon mal gekauft. Schalldämpfer können wir uns nicht leisten, wäre auch ganz interessant. Standardgewehr haben wir, diese haben wir auch. Scharfschützen brauchen wir, Betäubungsgewehr, Gefechtsgewehr haben wir auch irgendwo rumliegen. Maschinenpistole, ich glaube, die haben wir nicht. Taktische Schrotflinte haben wir und ja, Munition. Das, nö, brauche ich nichts. Ich verstehe. Credits sind knapp. Yep. Okay, gehen wir. Ich gehe dann mal wieder. So schnell? Oh, wie schade. Besuchen Sie mich bald wieder. Ich dachte, er wollte fliehen. Vodkovelli, hier ist Jensen. Ihr Problem im Utulek-Komplex wurde gelöst. Gut. Ich freue mich auf die Einzelheiten. Aber das muss warten, denn ich habe andere Dinge zu erledigen, die dringender sind. Ich melde mich in Kürze wieder bei dir. Okay. Hallo. Das. Ach, das ist ein Radio. Wir gucken noch mal kurz zu den Dings, zu den Schränken und. Ja, ich habe die überhaupt nicht verstanden, aber schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Das war hier und wir kamen von dort. Da. Da, dort, da, da, dort, ja. Genau, wir kamen von hier. Und wir müssten, glaube ich, hier rein sein. Wir wählen kurz unsere Punkte aus und... Wir brauchten Hecken, und zwar das dritte. Hm. Dann haben wir noch einen. Wir müssen ja hinter und dann. Oh, das schaffen wir nicht. Ich habe jetzt L reingekriegt, um da das zu akzeptieren und dass wir das schaffen, dass wir reinkommen. Denn. Oh, das war ich gerade mit der Schurke, gerade wie Controller vibriert. Beteiligungsfeier, die sind auch sehr. Ja, immer wieder gern. Denn. Wir haben wenig. Ja, ist noch was drin, was wir brauchen könnten. Da ist wieder Verbrauchermaterial, Verbandsmaterial und... Ha! Ansonsten ist hier nichts. Nö, nichts. Gut. Können wir mal gucken, ob es das war, und ansonsten können wir dann mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und dann die zweite. Schauen wir uns auf die Uhr. Sehen wir, was er zeigt. Und da ist der Kopf, den lassen wir jetzt mal kurz außen vor, denn ich glaube, Hecken mögen die nicht ganz so. Erwarte weitere Befehle. Dienstweg, wie Sie sagen. Also wenn das nicht mein absoluter Lieblingskunde ist. Wollen Sie etwas kaufen?
Das Geld kann ich brauchen, wenn ich erstmal um mein Leben laufe. Nö. Okay, dann war das eigentlich nicht. Ich gehe dann mal wieder. So schnell? Oh, wie schade. Besuchen Sie mich bald wieder. Okay, das war nicht viel gebracht. Abgesehen davon. Gut, dann nutzen wir den Fahrstuhl. Wir haben jetzt verschiedene Wege gesehen und. Wo ist der Polizist? Kommt der von oben runter oder? Ist er das? Ah, da ist er. Warten wir noch kurz hier. Und versuchen dann nochmal da reinzukommen. Ich würde gerne noch wissen, was in dem Raum drin ist, ob es irgendwas gibt. Kann natürlich auch sein, dass wir das von Hacken her nicht schaffen, da es ein höheres Level hat. Ich wechsle mal wieder auf zu der Munition. Oh, war ich mal wieder schocken. Nicht, dass wir dann unbeliebt uns machen bei denen hier und dann jagen das. Okay, das hat die Nummer 3 und... Okay, wir sterben. Gut, nehmen wir das so hin und gehen zurück und müssen dann halt den Polizisten da ausschalten. Hoffentlich speichern wir das Speichern nicht allzu lange her. Denn... das ganze Erzählen, mit denen habe ich eigentlich kein Interesse mehr. Aber ich glaube, es müssen wir mal gespeichert haben, als wir losgegangen sind. Gab es da nicht rum irgendwas? Da gab es, glaube ich, Munition. Auf jeden Fall gab es eine Splittergranate, die brauchen wir nicht wirklich. Und noch irgendwas anderes gab es da. Ich rätsel gerade. Es war irgendeine Munition. Betäubungsmunition hat sich deswegen schon gelohnt. Ist ja auch egal, wir fahren gleich an welcher Stelle wir sind. Und dann gucken wir noch kurz in den Raum und dann geht's weiter. Man knackt mein Headset. So, und da geht es auch schon mal das Laden. So, wir sind hier. Ah, genau. Gut, das ist an der Stelle, das ist noch vertretbar. Das können wir gerne noch machen. Wechsel noch mal erstmal kurz die Waffen, bevor es dann wieder. Und das war die. So, das haben wir gerade schon mehr geschafft, hat nichts genützt, deswegen sparen wir uns diesen Weg und suchen gerade die Treppe. Ah, hier ist er. Da ist der Polizist, den schalten wir gleich aus, denn der hat was dagegen, dass wir da rein möchten. Der stört jetzt nicht mehr. Und wir versuchen reinzukommen. Was ist denn das als 2? Wir sehen natürlich jetzt alles, das ist gut. Ah, da ist noch ein Punkt, den habe ich gar nicht gesehen. Warum soll ich echt so schwer tun? Das war jetzt eigentlich so einfach. Gut, wir haben jetzt alles gehackt, war jetzt nicht wirklich effektiv, aber
hat geklappt. Er ist unser Freund. Wir haben ja noch Zugriff, Passwort wissen wir nicht, das ist eins, das sollten wir auch schaffen. Und... So. Genau, hier liegt auch noch was drunter. Ah, da ist eine Waffe. Gibt noch ein bisschen Munition, denn wir haben ja so wenig. Aber die brauchen wir ja auch überhaupt gar nicht. Hm. Nö, da ist nichts. Hier liegt noch was. Ah. Cool, was ist das denn? Ah, es gibt diese Dreiecke. Das X. Okay, wenn ihr einen hat, darf es gerne was Geld und kann gerne in die Kommentare schreiben, was damit da passiert. Ich habe es gerade nicht da. Aber interessant, wir haben da sehr, sehr viele Codes, die wir noch hätten finden müssen. Das ist gerade die erste, die ich da gefunden habe. Schade. Gut, gehen wir weiter. Und hier ist auch nicht da. Noch ein Container und da ist irgendwas, was beim Hacken hilft. So, das war's. Gehen wir gerne in so einen großen Fahrstuhl und nehmen den, denn wir dürfen den jetzt gerne benutzen, da wir es ja wussten, was gefragt worden ist. Suchen Sie vor, ich habe mich gerade verlaufen. Ich muss hier hoch und dann nach rechts und da ist er. Wir haben sehr viele Zugangswege, wir haben den und dann gibt es noch den von dem Händler, aber den können wir nicht mal ganz gut leben. So. Kann man nachladen. Waffe kann draußen bleiben. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr allzu viele Leute, die mit uns reden möchten. Und hier gibt es eine Leiter. Fallschaden, ich weiß jetzt gar nicht. Aber eigentlich sollte es keinen geben. Das ist voll. Da muss ich mal mitnehmen, denn dafür gibt es nämlich Informationen. Und da das uns, glaube ich, ein bisschen was kostet und ich das unbedingt ausgeben möchte, würde ich es gerne so versuchen. Mal gucken, was haben wir denn, was wir wegschmeißen können. Da gibt es eine Dose. Diese. Gucken, ob es da kombinieren kann mit irgendwas. Nein. Gasgranate, kann man die kombinieren? Das kann man mit denen kombinieren. Schockgranate. Revolver, die ist sehr groß. Rauchgranate. Ich würde sagen, machen wir es mit der Gasgranate. Oh, jetzt haben wir eine Gasmine. Das ist jetzt ein bisschen doof, denn ich dachte eigentlich, dass es öfters geht als einmal. Hallo? Auf dem Dienstweg, wie Sie sagen. Ich weiß, echt? Rakasa. Oh. Verstehe. Bye bye. Ich bin trotzdem an die Leiter vorbeigekommen. Ich dachte, oh mein Gott, wo wir jetzt sind. Das war jetzt ein bisschen. Habe ich jetzt gerade extrem bescheiden angestellt. Okay, ja. Hier geht's rein. Victor, wir haben eine. Auf dem Marktplatz, genau wie du gesagt hast. Ich hab sie, Brüder. Gut. Mal sehen, was wir hier haben. Die
kleinen Kerle sind raffiniert. Hin und wieder geht einer hoch, auch wenn du... Es war vielleicht doch der blaue Draht. Wenn das Leben so einfach wäre, haben sie sich verlaufen. Sind sie vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Sind Sie das Empfangskomitee? Nein, ich bin Marchenko. Und Marchenko ist eher ein Wächter. Wie der Hund am Tor zur Hölle. Ja, genau. Ich hab's nicht so mit den Klassikern. Wie schade. Die Lektüre eines Mannes sagt mehr über ihn aus als sein Gesicht. Darf ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben? Ja, gern. Sicher? Gehen Sie nach Hause. Jemand wie Sie hat hier nichts verloren. Was macht Sie da so sicher? Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne diesen Ort. Wir nennen ihn die Kehle. Und die wird manchmal durchschnitten bei Fremden, die dort nicht hingehören. Ich gehe das Risiko ein. Ich will nur sehen, wo die Ark sich versteckt. Wir verstecken uns überhaupt nicht. Sagen Sie das den Cops da unten. Vergessen Sie die Polizei und ihr Geschwätz über die Ark. Diese Schlupper, die sind überall. Schlagen Schädel ein, richten Chaos an. Und wir müssen damit fertig werden. Passen Sie auf, sonst sind Sie auch fällig. Leine oder nicht. Wie viel Widersprechen ausweichen? Ne, das machen wir nicht. Okay, was die Polizei macht, das falsch. Hier muss gegen aber okay. Machen wir mitfühlen. Was die Polizei macht, ist falsch. Jemand muss gegen sie aufbegehren. Sie etwa? Es erfordert viel Mut, sich aufzulehnen. Und hat man einmal angefangen, gibt es kein Zurück mehr. Nicht jeder hat diesen Mut und zieht in den Kampf. Es hört sich an, als wären sie im Krieg. So ist es auch. Ein Krieg gegen jeden augmentierten Menschen. Sie werden schon sehen. Schon bald wird der Moment kommen, an dem wir uns alle für eine Seite entscheiden müssen. Wer das nicht tut, steht im Weg und könnte deshalb getötet werden. Ich dachte, die Ark tritt für die Menschenrechte ein und nicht für bewaffnete Aufstände. Hier und jetzt, Bruder, ist das dasselbe. Wovon Sie da reden, das ist Terrorismus. Ach ja? Ich dachte, wir wären nur zwei Männer, die ein Gespräch über tagesaktuelle Themen führen. Wie Ihr Freund Rucker? Ich kenne ihn aus dem Netz. Sieht er das genauso wie Sie? Ah, ja. Rucker. Ein guter Mann. Stark, intelligent, mit Prinzipien. Sie könnten viel von ihm lernen. Machen wir das. Was sie schon getan haben, sind einfach Gläubiger. Ich glaube nicht, dass wir entsprechend zustimmen. Mach widersprechen. Das glaube ich nicht. Immer wenn mir jemand sagt, er weiß, wie alles läuft, steht er am Ende mit leeren Händen da. Wer an nichts glaubt, fällt auf alles rein. Die Ark hat eine Aufgabe, größer als Sie, ich oder sogar Rucker, wenn Sie das nicht sehen. Reden Sie sich das ruhig ein. Egal. Ich mag zwar politische Diskussionen, aber Sie strapazieren meine Geduld und ich habe zu arbeiten. Ich habe Sie gewarnt. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Falls das Ihre Rekrutierungsansprache war, ganz schlecht. Ich sehe das so. Nach dem Bombenanschlag hat das Blatt sich gewendet. Die Ark ist jetzt Staatsfeind Nummer 1. Ja, könnte man so sehen. Im Moment
Bis dahin, Sergei. Seien Sie vorsichtig da drin, ja? Gerüchte von einer Flachzange mit Kratzern im Lack verschrecken die Touristen. Wir sehen uns wieder. Chicane, stell Sie mich zu Miller durch. Okay, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen und jetzt sind wir in der Ark angekommen, haben jemanden getroffen, ich habe gerade den Namen vergessen, aber das wird gleich nochmal wiederholt, seht ihr dann gerne im nächsten Video. Und, weiß nicht, die werden wir bestimmt noch wieder treffen. Mal schauen, okay, in diesem Sinne. Nicht vergessen, das Ganze zu kommentieren, zu abonnieren und zu liken und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, bye, euer Kuchi.